Oh, oh Scheiße. Oh. Hallöchen, hier sind wir wieder. Schön, dass ihr dabei seid. Hörst du mal auf zu lachen? Hallo! Das war mir klar, ne? Das war mir sowas von klar. Herzlich willkommen bei Plan C. Heute wieder eine kleine... Ich muss immer noch mal nach vorne gucken. Herzlich willkommen bei Plan C. Heute geht es wieder um 5 gegen Willi, um Teil 2. Macht's euch gemütlich, heißt das, glaube ich. Und ich werde es nicht schaffen, den ganzen Film mir zu gucken. Das heißt, ich werde jetzt nur so meine Meinung dazu erzählen, weil der Film geht über eine Stunde. Und ich habe jetzt einfach nicht die Zeit, mich hier über eine Stunde hinzusetzen. Außerdem möchte ich im Vordergrund auch gleich mal erzählen oder vorrein... Nee. Außerdem möchte ich im Vorrein auch gleich mal erzählen... Nee. Außerdem werde ich versuchen, das Ganze natürlich so schneidefrei wie möglich zu machen. Ich habe aber jetzt schon ein paar Schnitte drin, weil ich mich verquatscht habe. Also wenn das im Hintergrund mal so ein bisschen hakt, nicht wundern. Es ist ganz einfach ein Schnitt. Dann möchte ich nur sagen, ich werde es versuchen zu vermeiden, aber ich werde wahrscheinlich nicht drum hinkommen, es ab und zu mal mit 7-4-2 zu vergleichen. Das ist nicht gedacht, dass ich jetzt 7-4-2 irgendwie hochhebe und 5 gegen Willi runter oder andersrum. Das hat damit gar nichts zu tun, sondern es geht einfach darum, das einzige Format, mit dem man es jetzt im Moment vergleichen kann, ist halt 7-4-2. So, und wir gehen gleich mal los. Kamoman legt los, hat also seine Ausrüstungsgegenstände zusammengesucht und geht hier gleich erstmal sehr wagemutig einen Turm hoch. Ich muss ehrlich sagen, diese Leiter hätte ich auch noch genommen, hier oben auf dieses Podest. Ich weiß nicht, ob er jetzt hier oder ganz oben, zwei Podeste sehe ich gerade. Weiß ich nicht, hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht. Also, naja, ist ein bisschen haarig. Also verrückt ist auf jeden Fall schon, ne? Ja, was mir bei Kamomov auf jeden Fall schon mal auffällt, was mir bei allen Kandidaten auffällt, um das mal ganz schnell zu sagen, vor allen Dingen bei Kamomov, bei Willi, bei René Weiler weniger, also vor allen Dingen bei Kamomov, bei Willi und bei Casus Vita, fällt mir auf, dass sie die Gegebenheiten unheimlich gut nutzen. Und da muss ich ehrlich sagen, Hut ab. Also jeder von den dreien geht erstmal los und sucht sich Sachen zusammen, baut sich ein Shelter und machen das auch richtig gut. Willi, der findet ja da alle möglichen Sachen in der Reihe hier. Also in diesem Teil findet ja Willi alle möglichen Sachen, von Poncho bis Stahlplatte, bis hast du nicht gesehen. Und sowas ist natürlich ein Grundsatz vom Survival, nutze was du hast. Und das ist die richtige Einstellung. Ja, und das hätte man natürlich bei 7-4-2 auch machen können. Da lag ja auch unheimlich viel am Strand rum, was eigentlich nicht genutzt wurde, was ich immer ein bisschen schade fand. Ja, hier wurde es halt genutzt. Kamomov an sich ein wirklich ziemlich verrückter Typ, muss ich jetzt mal sagen. Das ist natürlich auch so ein Highlight, gleich im zweiten Teil, dass er eben mal hochklettert. Also Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Da hinten war, glaube ich, eine Baustelle zu sehen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, genug Wald ist vorhanden. Ich gehe mal davon aus, dass es in Tschechien ist. Aber wo genau? Dieses Ding meine ich, ne? Ich meine, das ist hier oben in so einem Stahlring. Der Stahlring hängt hier rum und dieses Teil ist praktisch da eingehängt. Seht ihr das hier? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich da hochgeklettert wäre, ne? Also die Leiter wäre ich wahrscheinlich noch hochgeklettert, ob ich mich da drauf gestellt hätte. Jein, also ich habe keine Höhenangst oder sowas, aber wenn ich mir angucke, wie das vergammelt das schon alles ist. Ja, das ist aber so, ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn man in so ein Lost Place ist, dann sagt man sich, ey, scheiße, der Balkon, der sieht richtig blöd aus, ne? Der sieht schon so, oh, und der ist auch hier 30 Meter hoch, habe ich hier auch welche Mords. So ganz, wo man so um das Gebäude außen rumlaufen kann, so, und ja, du stehst dann da und sagst, nee, da kannst du nicht hin, da kannst du nicht machen, kannst du nicht. Und dann ist das aber so, ja, komm, ein Meter noch, komm, die nächste Ecke willst du noch. Also ich hatte hier schon Lost Places, wo die Türstürze im 45-Grad-Winkel waren. Und wir sind da drinnen auch rumgelaufen und bei jedem Zimmer habe ich mir gesagt, das ist jetzt das letzte Zimmer. In das nächste Zimmer gehst du nicht. See oder sowas? Geht natürlich Handy. Sie hat aufgelegt. Meine Augen sind übrigens ein bisschen rot, weil meine Frau vorhin einen Lachflash hatte. Sie hat gesagt, das sieht komisch aus, wenn ich mich hier hinsetze. Ja.
Ja, Carbon Morph, wie gesagt, nutzt das Ganze sehr gut. Willi genauso. Alle nutzen die Begebenheiten sehr gut. Was mir auch noch aufgefallen ist, Benny Weiner, er versucht dann mit dieser alten rostigen Säge diesen Baumstamm durchzusägen und erklärt dann so, ja, ich muss jetzt dieses Stück noch und dieses Stück noch und dieses Stück noch. Das sind so typische Anfänger. Ja, nicht Fehler, aber so, das macht man einfach nicht. Also ich sag mal, wenn du viel im Wald warst und so, würdest du diesen Stamm sehen, würdest du sagen, nee, erstmal schwebt der mir viel zu viel in der Luft, da klemme ich mir 20 Mal die Säge ein. Oh. Von der Videorama-Videothek. Folgende DVDs sind überfällig. Billige Flittchen 3, Analpatrouille 5 und Sissy 1 bis 3. Danke. A few moments later. Es klappt wieder wie am Schnürchen. Telefon, Telefon, gleich kommt mein Enkel, weil er den Schlüssel vergessen hat. Super. Na gut, wir müssen uns also diesmal ein bisschen kurz halten. Ja, wie gesagt, mir gefällt sehr gut an dem zweiten Teil, dass da solche Sachen halt genutzt werden. Vor allen Dingen, du merkst halt, jeder, die kommen an, die werden auf den LKW gepackt, die gucken ihre Ausrüstungsgegenstände nach und dann geht's sofort los. Da ist kein Leerlauf irgendwie gefühlt. Also du sagst wirklich hier, die sind da und die legen sofort los. Jeder macht sich sofort einen Kopf. Es ist viel weniger Gelaber und viel mehr Action in diesem einen Teil als bei Seven Forest Wild für mich gefühlt in der ganzen zweiten Staffel. Und das gilt für alle Kandidaten, ne? Also hier, Be Ready Survivor zum Beispiel macht jetzt weniger... Achso, das ist auch noch... Ich hatte ja einen Finger verwettet, ne? Für den Feuerstahl, ja. Du lieber Himmel. Ich weiß noch nicht, welchen ich nehme. Ich melde mich nochmal. Aber ich hätte echt schwören können, dass Dosimeter ist der Feuerstahl. Verdammt, voll daneben gelegen. Zerfixt. Ja, die erste Aufgabe ist, sie müssen, glaube ich, einen Tee kochen oder so. Also müssen sie auch Feuer machen, haben mit Feuerstahl gekriegt. Ja, aber wie gesagt, gar nicht, es geht gar nicht mal so um die Aufgaben... Ich höre das schon, wenn er klingelt. Meine Frau guckt immer zur Tür. Enkel kommt gleich. Ja, ich finde es gar nicht so mit dem Feuerstahl, weil dass ich mir sage, aber dieses Ganze da so reingehen in die Situation und wirklich gleich loslegen. Wenn ich überlege bei anderen Formaten, ich will jetzt keinen Namen mehr nennen, aber da wurde ja ewig geredet und nochmal geredet und ja, ich könnte ja das machen und andere würden vielleicht das machen und eventuell wäre es eine gute Idee. Nee, die kommen an, mitten im tiefsten Regen, mitten in einer Situation, wo sie sich nicht groß zurecht, die wissen zwar ungefähr, was da ist, aber wusste ja keiner vorher, was genau ist und vor allen Dingen nicht, was dann Ausrüstungsgegenstände kriegen und legen sofort los. Und das finde ich richtig geil. Auch Carbon Morph, gut, dass er jetzt den Turm hochgeklettert ist, war vielleicht jetzt nicht unbedingt nötig, aber ja, wie gesagt, vielleicht hätte ich sogar auch gemacht. Ob ich da oben jetzt rumgelaufen wäre, weiß ich nicht, aber so. Be Ready Survival nutzt du jetzt über den Baumstamm, den ich da gesehen hatte, wenn ich das richtig sehe. Das ist immer ganz gut, solche Begebenheiten, die schon da sind, natürlich auch zu nutzen. Und jetzt kommt mein Sohn. Kleiner Schnitt. Ich finde das völlig inakzeptabel. So, das ist Sabotage, merkt ihr das? Das ist pure Sabotage. Mittlerweile lacht sich meine Frau auf dem Sofa tot, mein Enkel sitzt da und lacht sich tot und mein Sohn ist gerade wieder weg. Sabotage. Ja, jetzt habe ich einen Faden verloren. Wo war ich denn stehen geblieben? Hä? It's really so stupid. Ich habe das letztes gesagt. Keine Ahnung, ich hab dir nicht zugehört. Na, du hast ja Kopfhörer auf, ja, verdammt. Achso, hier macht er jetzt, hier hat er Petroleum gefunden. Oder sowas, einen alten Grillanzünder oder so. Finde ich auch sehr gut, dass er den nicht einfach nimmt und sagt, okay, den nehme ich jetzt fürs Feuer, sondern erstmal ausprobiert. Weil bei diesen alten Sachen, gerade wenn sie so lange draußen sind. Ich habe ja deine Hämorrhoiden selber. Kann natürlich. Du bist ein Arsch, mach dich ab! Sabotage! Mann! Das war wieder am Frauen verloren. Wo war ich jetzt? Grillanzünder. Hast du schon den Pullover bekommen? Ja, habe ich doch schon. Diesmal passt da, gucke. Das ist jetzt die L, ne, Schatz? Jetzt kriegst du den nächsten Nachflash. Ja, er nutzt also auf jeden Fall genau wie Willi auch. Diesen Baumstamm finde ich sehr gut. Ja, und bei Benny Weiler wollte ich noch kurz sagen, man merkt halt, ja, mit dieser alten Schrottsäge oder irgendwas abzusägen oder so. Hör auf mit Daniel Kasper, da ich sag's ja. Mit dieser alten Schrottsäge irgendwas abzusägen, ne? Das ist
absolute Sabotage, ja. Das kann nicht wahr sein. Ich krieg noch einen Nervensammel, Leute. Ich war, ihr macht mich fertig. Jetzt war ich bei der Säge, ne? Ja, also er. Er sägt halt und. Wieso ist das Ding jetzt aus? Alter, sag mal! So Griefe! Das kann doch nicht wahr sein! Soll ich es nochmal anmachen? Nein, was ist denn hier jetzt los? Ja, du brauchst das Internet kurz weg. Alter! Ja, wir sind jetzt bei Casus Vita. Sie hat gerade ihre Aufgabe gekriegt und den Feuerstahl. Und ich muss sagen, sie schlägt sich richtig gut. Also sie baut da wirklich tolles Schild da. Finde ich richtig cool. Wo ich am Anfang so ein bisschen gedacht habe, na, mit dieser komischen, sie hat ja so eine komische Tischdecke oder was das ist, als Shelter gekriegt, in ihren Schulranzen, also als Ausrüstung. Da habe ich gedacht, ob das hinhaut, aber es ist eigentlich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Alle gehen so, oder relativ alle, ich glaube, also auf jeden Fall sie, Willi und Kamomorph gehen alle erstmal die Gegend erkunden, suchen sich alle erstmal Sachen zusammen und nutzen die dann auch. Und das finde ich richtig geil. Das, ja, sie hat ja so eine Tischdecke oder was das ist. Und da wird ein richtig cooles Lager draus. Ich meine, dass es mitten die ganze Zeit regnet während den Aufnahmen. Das ist natürlich jetzt noch ein bisschen klein, aber sie sucht sich da noch alles Mögliche zusammen. Kamomorph hat dann so richtig so riesen Blechteile, hat irgendwelche Türen, hast du nicht gesehen. Willi hat irgendwelche Stahlteile, die er sich da noch mit zusammensucht und so. Das wären also richtig gute Lager. Ja, und so geht's halt die ganze erste Serie, so geht's halt den ganzen ersten Teil durch. Und finde ich gut, finde ich echt gut. Richtig gut gemacht. Ich sage ja, andere, die haben eben am Strand gelegen und haben gedacht, ja komm, wir zelten mal in der Überflutungszone und wir gehen jetzt nicht in den Dschungel und wir suchen uns kein Zeug zusammen. Und da lag auch genug Müll rum, die man hätte viel, viel noch besser nutzen können, aber war halt nicht. Und hier wird sofort losgegangen, Kopflampe auf, wird sofort losgegangen, erstmal in die Dinger rein und gut. Und suchen sich die Sachen zusammen. Ja, wie gesagt, mit den Dosimeter habe ich ein bisschen daneben gelegen. Also ich hätte echt schwören können, dass das ein Feuerstahl ist. Ich bin mal gespannt, wie sich diese ganze Strahlung auf die Leute auswirkt. Wahrscheinlich, keine Ahnung, leuchten sie am Ende von alleine, brauchen keine Kopflampen mehr oder so. Vielleicht wären es auch Zombies, man weiß es nicht, was kommt. Ja, das ist also erstmal so mein Senf zum zweiten Teil. Ich glaube, es hat wenig Sinn, jetzt hier noch alles weiter zu gucken, weil hör auf zu lachen. Ich weiß ja, das geht nicht heute, das geht einfach nicht. Ja, ich werde jetzt mich an Schneiden machen, das wird lange genug dauern. Und ich hoffe, dass ich dann die Woche noch hochladen kann. Das ist auf jeden Fall erstmal mein Senf zum ersten Teil. Diesmal ein bisschen chaotisch. Nee, zum zweiten Teil, sorry. Ich bin schon mal jünger. Seht ihr, sie sammelt hier Schranktüren und sowas, baut sich da draus was. Why not? Sehr cool. Also bis jetzt alle Kandidaten sehr cool. Alle haben sich gute Lager gebaut, also brauchbare Lager. Und alles gut. Finden auch hier alte Gardinen und was hier. Das könnte ein Duschvorhang sein. Ich weiß es gar nicht. Naja, jedenfalls, das wird erstmal gewesen sein. Ihr geht raus, geht in den Wald, werdet bessere Menschen. Und mein nächster Senf zu 5 gegen Willi wird hoffentlich ein bisschen ruhiger. Mit ein bisschen weniger Sabotage. Ich werde es einfach drehen, wenn keiner da ist. Das ist der Trick. Das werde ich machen. Man sieht sich. Ja, liebe Lichtabonnenten, eins muss ich euch noch sagen. Wenn ihr meine cinematografischen Meisterwerke nicht zu würdigen wisst und nicht mal schafft, am Ende ein Abo oder mindestens ein Like zu hinterlassen, dann mache ich mich obenrum nackig, öl mich ein, hol meine Knicker aus der Dacia und dann... Also besser abonnieren.